Hallo, hier ist Manoli. Willkommen wieder bei meinem Gameplay von Splatoon. Heute gibt es ein paar ganz interessante Revierkämpfe. Und ja, also Spoiler, ich habe mich hier ganz schön schwer getan. Aber das ist auch ganz interessant mal zu sehen, warum man vielleicht verliert. Also zu analysieren, was eigentlich schiefgelaufen ist. Also hier habe ich zum Beispiel versucht, ganz in dieser Ecke zu bleiben von Camp Schützenfisch. An sich ein guter Punkt, besonders für meinen Blaster. Ich benutze hier den Turbo Blaster. Den Turbo Blaster Deko, der mit den Bomben. Und an sich, wie gesagt, kann ich hier ganz gut die Position halten und mein eigenes Revier verteidigen. Das Problem ist, dass da an der gegenüberliegenden Ecke, der gegnerischen Ecke, die ganze Zeit jemand mit seinen Sepitox-Bomben saß und campte sozusagen. Und das heißt, diese Ecke war für mich nicht besonders gut. Deswegen habe ich mich zurückgezogen. Und das war an sich, glaube ich, nicht so die beste Idee, weil im Endeffekt führte das dazu, dass ich nicht so viel zum Kampf beitragen konnte. Hier habe ich hinten auf der Karte gesehen, dass da einer ist. Deswegen bin ich nochmal zurückgekehrt, um ihn fertig zu machen. Naja, also ich habe halt das Revier hinten gehalten, aber das Problem ist, das ist nur ein Viertel der Map. Und es muss schon ein bisschen mehr sein, damit, damit man gewinnt. Ich habe halt versucht, den hier da hinten zu treffen mit der Bombe, aber das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. der hat sich jedenfalls weiter vorgewagt in das gegnerische, also in diese Hälfte hier. Und hier habe ich habe schwören können, ich habe da irgendwas fliegen sehen und ich dachte, es wäre ein Inkling gewesen. Deswegen bin ich nochmal hier zurückgekehrt und beschmeiße diesen Ort mit Bomben, weil ich der Meinung bin, da versteckt sich jemand, aber da ist doch niemand gewesen. Da ist einfach nur einer oben, der uns einfach ein bisschen ärgern will. Hier gehen wir gemeinsam hoch und ich merke, mein Kumpel geht hier diesen Weg hoch, deswegen will ich bei dem anderen Weg gehen, um dem Feind möglichst den Fluchtweg abzuschneiden. Aber der Feind hat sich schon auf die Brücke zurückgezogen. Und hier, das ist ein ziemlich guter Zeitpunkt für den Schild, weil so waren wir alle drei irgendwie geschützt. Aber jetzt sind wir halt zu dritt auf dieser Seite und können halt auf der anderen Seite nicht viel machen. Ich glaube, da bricht gerade jemand durch, aber das können wir jetzt gerade nicht sehen, weil wir zu dritt hier feststecken. Da ist schon wieder der Typ mit seinen Sepitox-Bomben, der uns die ganze Zeit schon geärgert hat. Ich weiß nicht, der hat sich wahrscheinlich nur versteckt und nur Bomben geschmissen. Hier habe ich mein Special bekommen und das Gute ist, beim Special, wenn man Special aktiviert, dann ist man immun gegen Sepitox-Bomben. Aber das weiß ich, ich habe keinen einzelnen von denen erwischt. Und ja, ich hatte gehofft, es würde reichen, aber leider haben sie sich auf ihrer Seite sind sie durchgebrochen. Oben so ein bisschen. Und deswegen, es war sehr knapp. 0,2% hat gefehlt. Und ja, wir haben verloren. Es war an sich ein ganz guter Kampf, aber ich war viel zu passiv und habe viel zu wenig eingefärbt. Deswegen bin ich jetzt hier auf dem vierten Platz. Ich habe halt sehr defensiv gespielt und im Endeffekt hat sich das nicht wirklich ausgezahlt. Ja, also hier kommt wieder Camp Schützenfisch. ja, die Map wird auch beim letzten Kampf dabei sein, deswegen ist es eine reine Camp Schützenfisch-Video aus irgendeinem Grund. Aber ich habe einfach keine andere Map in dieser, bei diesem Spiel-Session gekriegt. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal gibt es solche Tage. Ja, hier gibt es keinen Sepitox-Bomben-Typen, aber dafür halt ein paar, normale Bomben. Und ich mag den Blaster, den Turbo Blaster, weil er eine ziemlich große Reichweite hat. Also gerade für einen Blaster, ich glaube, das ist für einen Blaster mit die größte Reichweite. Eine größere hat nur der Turbo Blaster Deko. Der Turbo Blaster Pro. Genau. Aber den benutze ich nicht, weil er etwas langsamer ist. Der Turbo Blaster ist schon sehr nice. Da kann man auch aus sehr skurrilen Winkeln seine Feinde treffen, wie ich finde. Hier bin ich schon wieder, eigentlich wollte ich mehr aggressiver sein und weiter vorstürmen, aber ich halte mich schon die ganze Zeit wieder in meiner eigenen Hälfte auf und versuche zu verteidigen.
Und dieser Spieler hier, der versucht uns ein bisschen zu ärgern, indem er in unsere Base reinschießt. Ich versuche ein bisschen ihn hervorzulocken, aber es hat irgendwie ist irgendwie nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Aber hier sehe ich zum Beispiel, dass er hinten, ich habe ihn ein bisschen kurz hervorloben sehen und hier kann ich ihn endlich treffen. Und dann kann ich guten Gewissens weiterziehen. denn mein Plan ist eigentlich auf die andere, auf die gegnerische Hälfte zu gehen und dort ein bisschen ja, die Gegner aufzumischen. Ja, hier kann ich den, ich weiß nicht, ich habe die getroffen, aber der Turboblaster braucht halt mindestens 2 Schuss, um einen Inkling zu töten. Und in der Zeit hat der mich jetzt erwischt. Der Tentata-Kleckser ist an sich so die am besten ausbalancierte Waffe, glaube ich, im ganzen Spiel. Deswegen wird sie auch gerne benutzt und auch auf den höheren Leveln und auch auf den Profi-Leveln, sage ich mal, ist sie mit die beliebteste. Hier komme ich leider irgendwie nicht wirklich weiter, aber ich habe ihn getroffen. Und hier habe ich mein Special, aber der andere hat seine Tensuka ausgepackt und da hatte ich keine Chance, da auszuweichen. Hab's zu spät gesehen. Ja, ich versuche nochmal denselben Weg. Eigentlich ist es keine besonders gute Idee, immer zweimal denselben Weg zu probieren. Aber ich merke hier, dass hier gerade niemand ist. Deswegen nutze ich die Chance, um ein bisschen Gebiet wieder zu erobern. Weil, ja, wir liegen ganz schön hinten. aber der treibt mich jetzt wieder zurück. Ich habe ihn zwar jetzt getötet, aber so viel kann ich, so viel Boden kann ich auch nicht wieder gut machen. Deswegen hat keinen Sinn. Den habe ich noch erwischt, aber er hat mich auch erwischt und im Endeffekt, also ihr könnt gleich sehen, also oben sind sie auf jeden Fall ganz stark durchgebrochen und haben die fast unsere gesamte Hälfte eingefärbt. Ja, das war eine ziemlich deutliche Niederlage. Aber ich habe mich hier ein bisschen besser angestellt, meiner Meinung nach, und ich habe ein bisschen offensiver gespielt. Hat sich allerdings auch nicht ausgezahlt, insofern. Es gibt halt keinen goldenen Allround-Weg. Man muss immer gucken, auf die Situation reagieren. So, und hier bin ich schon ein bisschen eingespielt und ist wieder Kämpfschützenfisch. Ich dachte am Anfang schon, okay, irgendjemand fliegt raus, weil es so lange gedauert hat, bis die Map geladen ist. Aber wir sind alle vollständig gewesen. Und ich glaube auch durch den Kampf hindurch waren wir alle 4, oder besser gesagt alle 8, genau vor Ort. So, hier pfeife ich auf diese Ecke und gehe direkt zu den Gegner rein. Kriege schon mal einen rein. Aber das Problem ist, dass ich hier gleich getötet werde. Von diesem Joppi Tintenfisch. Er hat mich, der hat benutzt das Ensep und der trifft mich in diesem Kampf noch mehrmals. Ich glaube, der ist ziemlich gut. Wahrscheinlich auch ein höherer Level. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ja, hier nehme ich ein bisschen Boden ein und ich sehe, dass sie einen Sniper haben. Und mein Ziel ist jetzt, den Sniper auszuschalten. Und das kriege ich auch einigermaßen gut hin mit dem Turboblaster, aber ja, der Joppi schon wieder, der macht mich platt. Aber ich war auch recht ungeschützt auf diesem Gitter. Das hier gucke ich gerade auf die Map und gucke, wie ein Zweikampf ausgeht. Und das ist leider nicht besonders gut ausgegangen, deswegen bin ich nicht gesprungen. Wenn mein Kumpel gewonnen hätte, wäre ich zu ihm gesprungen. Deswegen versuche ich, dieses Rondell hier einzunehmen, was irgendwie keiner von uns bis jetzt auf die Idee gekommen ist, das zu tun. Allgemein ist bei diesem Kampf seltsamerweise keiner von uns schert sich ganz groß ums Einfärben, was ein bisschen seltsam ist. wir versuchen die ganze Zeit nur zu killen und selbst das gelingt uns nicht besonders gut. Ja, hier treffe ich schon wieder ein, aber ja, ich habe ihn erwischt. Aber hier habe ich überhaupt keinen Raum zum Navigieren und deswegen werde ich sofort gekillt. Also ich hatte keine Tinte mehr. Meine Tintentank war alle. Und ich konnte ihn nicht wieder auffüllen. Ja, also es war nicht besonders gut, da reinzuspringen. Aber auf dem Gitter hätte ich auch meinen Tintentank nicht mehr auffüllen können. Deswegen
Ja, ich hätte zwar einfach ein Dure. Ich hätte vielleicht wegspringen können, aber naja. Ja, man kann mit dem Turbo Blaster von hier aus sogar die Sniper auf der Wand da treffen, wenn man genau am Rand steht und sie sich nicht bewegen. Allgemein ist der Turbo Blaster sehr nett, weil viele Gegner unterschätzen ihn und denken, naja, der ist halt nicht besonders und ich kann noch, aber dann ist man dann ist er ja schon ganz schnell tot. Deswegen, ich mag den Turbo Blaster sehr gern. Er ist also der vierte, zum vierten Mal macht mich der Joppi hier fertig und schießt noch eine Tinsuka. Tinferno, genau. Ja, auch das ist leider ein Verlust für uns. Auch wenn auch wieder relativ knapp. Es hat nicht viel gefehlt, aber ja. Es gab ein paar Momente, wo die eigentlich unnötig waren. Ein paar Tode, die unnötig waren von meiner Seite. Und naja. Ja, beim nächsten Mal wird es besser laufen, das verspreche ich. Beim nächsten Mal geht es nämlich in den Rangkampf. Und auch wenn es sehr aufregend ist, werde ich mich etwas besser schlagen. Bis bald!